Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und diesmal sind wir hier so ein bisschen in der Garnison unterwegs, denn ich will mich ein paar Sachen kaufen. Es soll mal jetzt nicht wieder wie die letzten Male sein, dass wir nur im Auktionshaus Sachen zusammen kaufen, sondern es geht jetzt auch um ein paar speziellere Sachen. Warum bin ich in der Garnison unterwegs? Hat einfach den Hintergrund, ich bin gerade so ein bisschen dabei, diese ganzen Quests zu erledigen und ich dachte mir, ich mache erstmal die ganzen specialigeren Sachen, wie so Garnison, Ordenshalle, wo dann auch Klassenquests und so dabei sind. Und da ist mir ja so das ein oder andere nebenbei aufgefallen, was ich mir noch holen kann. Gibt teilweise bei Händlerinnen teure Sachen und ich würde sagen, die gehen wir jetzt in Angriff. So, die Geschichte ist, ich habe gerade für eine Axt, die man sich kaufen kann bei einem Händler, musste ich Kochkunst hochskillen in Draenor. Ja, jetzt dachte ich mir, eigentlich skill ich die Kochkunst mit rein, das ist ja quasi auch gewastet, das Gold nehmen wir rein. Was denkt ihr, wie viel ich für Draenor Kochkunst ausgegeben habe? Ich glaube, es kommt keiner drauf. Ich habe 93 Gold plus gemacht, indem ich Kochkunst geskillt habe. Vielleicht ist das für den einen oder anderen was Interessantes, und zwar die Materialien, um zu skillen, sind so günstig im Auktionshaus. Wenn ich jetzt einfach irgendeinen Fisch suche, 17 Silber, das ist noch teuer, ne? Teilweise sind die Dinger halt so günstig, sind ja 6 Silber für einen Teil und dieses fertige Food kannst du ein Stack für über 2 Gold verkaufen. Heißt, ich habe durch das Skillen noch Plus gemacht. Also da haben wir schon mal nichts gewastet. Also ich glaube, so günstig habe ich noch nie irgendeinen Beruf hochgeskillt. Das Zeug ist halt jetzt in 10 bis 100.000er Mengen für wenige Silber drin und das gecraftete Bufffood ist halt mehr wert. Ja gut, aber das war auf jeden Fall eine günstige Geschichte. Ich muss hier einmal nämlich Kochkunst auf 100 skillen und dann kann man nämlich bei einem von diesen NPCs hier, ich meine, das war der hier, eine Axt kaufen. Da habe ich schon mal auf meinem Hunter gelockt auf der Hordenseite. Können wir uns die Axt kaufen für 5.000 Gold und dann haben wir hier einen Teamok mehr. Warte mal, die können wir gleich wieder loswerden. Ah, okay. Der Händler will das nicht haben, perfekt. Ja gut, dann schmeißen wir es halt weg. Weg damit. Okay, also T-Mog für die Axt haben wir. 5.000 Gold sind wir jetzt ärmer. Oder 4.900 irgendwas, weil wir haben ja quasi durch Kochkunst schon ein bisschen was reingeholt. Ich würde euch nicht raten, über Kochkunst zu schaffeln. Schlichtweg aus dem Grund, weil es halt doch ein bisschen dauert und die paar Gold, ne, sind es nicht wert. Aber wenn ihr AFK geht, könnte man das vielleicht mal im Inventar voller dieser Fischsachen vollhauen und dann ein paar hundert Gold mit rausziehen. So, der andere Grund, warum wir hier in der Garnison sind, ist, dass es, ich habe hier noch einen Haufen Quests offen, wie ihr seht. Das sind aber keine Quests, die ich erledigen muss, sondern das ist immer nur als Ressource der Apexesplitter drin. Und ich brauche die genau noch für 4 so Masken. Und Blizzard hat ja mitten in Shadowlands das irgendwann mal geändert, dass bestimmte Items, die keine Stats drauf haben, nicht mehr Rüstungsklassen haben, sondern dass diese Items quasi jetzt kosmetische Sachen sind. Und auch hier in der Garnison im alten Content sind die jetzt hergegangen und haben die jetzt alle zu kosmetischen Items gemacht. Ich kann euch nicht sagen, ob das vorher was für eine Rüstungsklasse die waren. Anscheinend habe ich mir die nie gekauft gehabt. Das Schöne ist, ich habe irgendwann mal mit dem Hunter hier den Ruf hochgefahren, bei dem lachenden Schädel, wie der heißt. Und jetzt kann ich mir alle von den Teilen kaufen. Und ja, das kostet einfach ein bisschen Gold. Seht ihr, 1000, 1000 und 5000 und dann halt noch ein bisschen von diesen Apexesplitter. Und ich hoffe, wenn ich mir die kaufe, dass diese ganze Kacke im All of Things rausfliegt, wo ich irgendwo Apexesplitter brauche. Weil es zeigt mir halt jede Möglichkeit an, wo man Apexesplitter kriegen kann. In dem, ne? Als Ressource. Jetzt kaufen wir uns die mal. So, da la. Perfekt, die sind immer noch drin. Vielleicht muss ich es einmal updaten. Aber jetzt gucken wir mal hier. Also wir haben 12 bzw. 13.000 jetzt hier schon mal abgegeben. Wisst ihr, was ich mache? Ich tue das jetzt hier einmal aktualisieren und dann tragen wir das schon mal in die Liste ein. Also 13.000 waren das und zwar, das nennen wir jetzt mal Garni einfach. So, das ist zum einen das erste. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, dass dieses ganze Zeug nicht mehr drin ist. Quests. Ah, schön, seht ihr, jetzt sind alle Sachen rausgeflogen, wo vorher Apexesplitter als Ressource drin waren. Jetzt brauche ich, habe anscheinend alles, was man über Apexesplitter kaufen kann. Sowohl Mounts, Pets, Toys, als auch T-Mog. Gut, hätten wir das schon mal weg. Das andere, was ich schon ausgegeben habe, das switche ich mal auf einem anderen Account rüber. Und zwar bin ich jetzt hier mit dem Monk in der Order Hall. Und auch hier wollte ich so ein paar Quest-Sachen machen. Es gibt ja für jede Klasse eine Order-Hall-Kampagne, ne? Und da war ich so ein bisschen unterwegs. Und da habe ich halt auch ein paar Sachen gesehen, die mir noch gefehlt hat. Unter anderem gibt es halt dann auch immer einen Händler.
Und wenn man diese Kampagne dann abgeschlossen hat und einen Haufen andere Sachen nebenbei noch gemacht hat, unter anderem muss man, glaube ich, 8 Dungeons laufen. Da war ich die Tage jetzt noch unterwegs gewesen mit jedem von diesen Klassen. Und ja, da habe ich mir dieses ganze Zeug zusammen gekauft und im Endeffekt sieht es nicht nach viel aus. Das sind 8 Teile, a 500 Gold, ne? Warte mal, wir können uns das mal zusammenrechnen. Also es sind 8 Teile, a 500 Gold, müssten 4000 sein, aber wir rechnen jetzt mal zur besseren Darstellung. Und dann gibt es immer noch ein paar Waffen. Hier gibt es jetzt nur 3. Bei manchen gibt es auch 5, 6, 7 Waffen. Aber sagen wir jetzt einfach mal 3. Vom Druid hatte ich das Ganze schon, das Set. Bei den anderen Klassen musste ich mir das kaufen. Heißt, eine Klasse hatte ich, 12 Klassen gibt es, also mal 11. Sind wir bei 47.300. Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, weil es bei manchen ein paar mehr gibt von den Waffen. Aber ist egal. Runden wir es mal ab auf 47.000 und das machen wir mal Ordens Halle oder irgendwie so. Gut, dann haben wir, schon mal, glatter Betrag, haben wir schon mal 60.000 dafür ausgegeben. Ne? Mal gucken, ob ich jetzt die Tage noch ein paar andere Sachen finde, die ich da so bei Händlern kaufen kann. Und sonst werden wir jetzt dann noch ein bisschen ins Auktionshaus reinschauen, hätte ich gesagt. So, da jetzt hatte ich doch noch was gefunden und zwar gibt es so Arakoa-Dudes. Hier einmal im Sturmschild, beziehungsweise bei der Horde im Kriegsspeer oder wie das heißt, gibt es die halt auch. Und die verkaufen verschiedene Themok-Sachen. Mit Leder habe ich mir das alles schon mal gekauft gehabt, aber es gibt ja jetzt noch die anderen Rüstungsklassen und da ich die ja jetzt auch versuche, alle mal komplett zu kriegen, können wir hier ein bisschen was kaufen. Das ist tatsächlich sogar relativ viel. Ich habe jetzt, gut, ein bisschen was habe ich schon ausgegeben, aber egal. Die meisten Sachen kosten hier mehrere tausend Gold, also 1000, 5000, 10.000, 20.000 und das ist nicht nur ein Händler, sondern das sind glaube ich 5 Händler oder 6 sogar. Von allen brauche ich jetzt nicht unbedingt was, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen shoppen und schauen mal, was das am Ende ist. Also 1000, 5000 haben wir, 10 und 20. Dann haben wir jetzt hier schon mal 36.000 ausgegeben. Händler Nummer 2, okay, da sieht es genauso aus. 1000, 5000, 10.000 und 20.000. Händler Nummer 3. Okay, das ist genauso. Das wird vielleicht ganz schön teuer, merke ich hier gerade. Okay, dann der dritte. Okay, der hat Umhänge. Die habe ich mir mit dem Druid damals schon mal alle gekauft. Das ist gut. Das habe ich schon. Wait, hatte ich das hier schon? Ah, ne, okay, das muss ich nochmal holen. Anscheinend habe ich mir das eine Teil, hatte ich anscheinend schon. Strange. Und dann haben wir hier auch nochmal dasselbe, ne? Haben wir jetzt ausgegeben. 175.000 waren das. Gut, ich muss die jetzt einmal noch anlegen. Und dann quasi nochmal beim Händler verkaufen, dass es das auch wirklich zählt. Ich würde sagen, ich locke jetzt mal auf die anderen Rüstungsklassen auch noch rum und dann gucken wir mal, was wir da noch zusammenkriegen. Wahrscheinlich das Ähnliche, wenn ich mir da nicht schon was gekauft habe. Da muss ich mal gucken. Gut, jetzt habe ich mal umgelockt auf meinem Worry. Und jetzt schauen wir auch mal, was wir hier jetzt noch kaufen können. Das Gute ist, ich habe auf Antonidas einen Haufen Lagerchars, wo ich halt ein bisschen Gold rumliegen habe. Ich war mir jetzt schon unsicher, ob ich jetzt hier noch ein bisschen was zusammenschicken muss. Aber das passt ganz gut. Auf manchen anderen Servern habe ich halt einen Haufen Twinks rumliegen. Die haben dann irgendwie 2 Gold 50 im Inventar und das war's dann quasi, ne? Das ist dann immer schon ein bisschen besser. Hier auf Antor, da habe ich halt, weiß ich, 10 oder 15 Lagerchars, wo dann genug Gold eigentlich ist, um so ein Zeug kaufen zu können. Also hier sieht es ähnlich aus, ne? Also wir haben auch wieder ein Item quasi jeweils für 1000, 5000, 10 und 20.000. Die Umhänge habe ich alle. Okay, der will irgendwie nicht. Sind wir einen Ticken zu weit weg. Die Mounts habe ich zum Glück auch schon alle geholt, weil hier gibt es auch noch zusätzlich Mounts, ne? Und es gibt noch so Verträge. Das sind für so Anhänger aus der Garnison. Aber die habe ich mit dem Main natürlich auch schon alle geholt. Aber wenn man hier alles kaufen wollen würde, ne? Plus nochmal die Mounts und so. Ich glaube mal alles zusammen, da kommst du schon auf einigen 100.000 Gold. So, jetzt gucke ich mal, ob ich alle Plattensachen geholt habe. Jawohl. Okay, und jetzt haben wir wahrscheinlich wieder 80.000. Warum habe ich mit dem? Ah, stimmt. Platte. Wir hatten vorher ein Kettenteil schon, ne? Also haben wir hier 180 für Platte, Sturmschild. Hier haben wir vertippt. Sturmschild. Halt, stopp. So. Okay, jetzt sind wir schon bei 400.000. Und dann haben wir jetzt als letztes noch den Stoffchar. Da werden es wahrscheinlich auch nochmal dasselbe sein, vermute ich.
So, dann haben wir den nächsten Char hier. Diesmal Hexenmeister. Mit Gold sind wir auch ausgestattet. Und ich würde sagen, auf geht's. Mal gucken, ob ich hier schon mal irgendwas gekauft habe. Das ist halt alles auch schon so lang her, ne, dass ich da nicht mehr wirklich so die Erinnerungen habe. Aber unwahrscheinlich, dass ich mit den Twinks hier schon was geholt habe. Weil, also auch für damalige Verhältnisse war es halt sackrisch teuer, ne, das Zeug. Ich vermute mal, dass das Item-Level unterschiedlich hoch war. Das hat Blizzard ja nachträglich ein bisschen geändert, indem sie diesen Stat-Squish, Item-Level-Squish reingehauen haben, dann auch irgendwann ja einen Level-Squish. Und dementsprechend haben die Dinger jetzt alle dasselbe Item-Level, ne? Also ich vermute mal, dass das dann halt immer 10, 15 Item-Level auseinander war und das fast 20k kostet, hat wahrscheinlich das teuerste, ne? So, okay. Jetzt gucken wir mal. Warum habe ich jetzt hier nur 160? Weil ich ein Item vergessen habe. Okay, wollte gerade sagen. Ah, da wird ein Schuh draus. So, dann haben wir hier 180. 180, Stoffdurmschild. Dann sind wir jetzt aktuell bei 595.000, die wir ausgegeben haben. So, ich lerne das jetzt mal alles und dann gucken wir mal, was wir uns noch holen können. So, Dola, ich habe jetzt noch ein bisschen rumgelockt. Und zwar dachte ich mir, komm, jetzt für den Rest, was ich noch auffüllen will an Gold. Ich will ja eigentlich immer so bei Pi mal Daumen eine Million rauskommen. Knappe 600.000 haben wir. Schauen wir noch ein bisschen ins Auktionshaus rein. Ich habe jetzt schon mal gescannt hier auf Antonidas. Ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr die ein oder anderen Videos von mir schon gesehen habt, meine Daumenregel, bis 40k kaufe ich die T-Mox raus und Sachen, die rausgepatcht sind, bis 120k. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Hier haben wir ein Stoff-Item, 265er Item-Level, schicksalshaft, das ist aus Castle Nasria. Komm, das kaufen wir uns für 29k. Dann haben wir hier aus Dazar'alor, hat 10 Item, wird auch eingetütet. Dann haben wir hier nochmal aus Dazar'alor ein Item. Dann haben wir zweimal das gleiche. Das eine ist aus Marzee und das andere aus dem NHC aus Uldir. Die kaufen wir uns auch mal beide. So, da la. Ja, es wird hier schon langsam weniger. Nur 111 Items, die overall drin sind. Jetzt können wir mal hier gucken. Das sind alles quasi Items, die man noch kriegen kann. Mein Addon hat dann immer quasi so einen Text mit dabei, wenn es rausgepatcht worden ist. Okay, das sieht gut aus. Zum Beispiel hier, ne, das Item has been removed from the game. Solche Sachen kaufe ich dann tatsächlich auch ein bisschen teurer. Okay, mehr ist jetzt hier eigentlich nicht dabei. Jetzt holen wir uns das mal raus. Was haben wir denn da Schönes? Also, wir haben jetzt hier ein Platten-Item, ein Stoff-Item, das muss ich wegschicken, noch ein Stoff-Item und noch ein Stoff-Item. Wir haben jetzt dafür ausgegeben, 100, tun wir es diesmal aufrunden, das haben wir mal abgerundet, 163k auf Anto. Also, warte mal, das ist die falsche Spalte, hier muss ich es eintragen, 163k. Ah, okay, das klappt schon wieder mal richtig gut. So, okay. Und dann schicken wir das auch gleich mal weiter. Nicht, dass das dann... Oh, halt, das möchte ich nicht aufmachen. So, also, das Platten-Item kann an meinen Worry. Und die Stoff-Items kann ich zu dem Hexer rüber schicken. Dann logge ich auch gleich mal oben. Nicht, dass ich wieder vergesse, ne? Dass ich da was gekauft habe. Dann kaufe ich es eventuell doppelt. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Da bin ich jetzt mittlerweile dahinter. Wenn man da einmal ein gebranntes Kind ist und ein paar hunderttausend quasi reingewastet hat, dann versucht man, dass es einem nicht mehr passiert. Gut, dabei gucken wir schon mal auf dem anderen Server hier. Und zwar habe ich jetzt hier noch auf Erida eingeloggt. Hier scheint es aber keine günstigen Sachen zu geben. Ihr seht, hier sind nur 76 Items overall drin, die ich noch brauchen könnte. Und hier geht es schon bei 58k los. Das ist ehrlich gesagt alles ein bisschen teuer, das ist der Stuff. Schauen wir mal, ob hier irgendwas rausgepatcht ist, noch so für 130, 140 drin ist. Ne, die ersten rausgepatchten fangen hier bei knappen 200k an. Da lassen wir mal erstmal die Hände von. Das ist jetzt hier Erida, dann können wir da schon mal eine 0 eintragen auf Erida. Und dann gucke ich mal die anderen Server noch, was da so geht. Gut, ich habe wieder ein bisschen weiter gelockt. Und zwar sind wir jetzt einmal auf dem Server Equin. Und hier seht ihr, sind nur 50 Sachen drin. Das scheint jetzt nicht mehr so ein großer Server zu sein. Es geht hier über 100.000 Gold los, ne? Also, ihr seht schon, das ist übersichtlich, was da drin ist. Also, die Sachen werde ich mir schon mal nicht kaufen.
chromatisches Schwert. Irgendwann muss ich mir das mal holen, ne? Weil das scheint auch ein bisschen ätzender zu farben zu sein. Aber hier sind keine rausgepatchten Items dabei. Ich glaube, die ersten sind dann hier unten, oder? Für 400.000. Ja, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Okay, also das ist schon mal RIP. Dann habe ich hier einmal noch auf meinem Main durchgescannt, auf Blackmore. Und da ist es ein bisschen günstiger tatsächlich. Da geht es jetzt hier bei 39k los. Das können wir uns kaufen. Ich nehme, glaube ich, die 2 für 45 auch mit, weil wir auf den anderen Server nichts gefunden haben. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas rausgepatcht das ist. Nee, das ist ein Wattelding. Gehen wir mal von oben nach unten. Hier, so wie es aussieht, sind das alles ganz normale Sachen. Klinge von Schattenfang ist da drin. Die wollte ich früher mal haben mit meinem 19er PvP Rogue, weil das so absolut, ich glaube, das ist das absolut Biss-Ding. Aber das war damals schon mal sauteuer. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir mal das hier aus Uldir, das eine Item. Dann haben wir hier aus dem Eternal Palace noch ein Item. Und dann haben wir hier nochmal aus Uldir, ne? Also ihr seht schon, das sind ziemlich viele Sachen eigentlich aus BFA-Raids, die mir jetzt noch fehlen. Oder aus aktuellen, klar, die sind natürlich auch teuer, die Sachen. Und sonst sind es immer noch ein paar World Drops, ne? Naja, so nach und nach wird es weniger. So, die können wir jetzt gleich alle hier lernen mit dem Char. Das ist das Schöne, muss ich gar nicht irgendwo großartig umloggen. 1, 2 und Nummer 3. Lass mal mein Gear wieder anlegen. Ah, ich denke mal, das war ganz okay vom Preis her. Hätte man wahrscheinlich, wenn wir noch länger gewartet hätten, vielleicht nochmal irgendwo günstiger kriegen können, aber 45 ist okay. Das sind jetzt 129, wenn wir das einmal aufrunden. Also Blackmore 129. Equin hatten wir gesagt, haben wir nichts gefunden. Ja, da merkst du so ein bisschen die High-Pop-Server, ne? Da kriegst du immer eher noch was zusammen. Gut, dann muss ich jetzt wieder ein bisschen warten, bis ich scannen kann. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich hier noch Lothar, Blackhand und Thrall einmal durchscannen kann. Dann bin ich jetzt mal weitergeloggt hier auf Blackhand. Da habe ich jetzt auch schon mal gescannt. Und so wie es aussieht, haben wir hier einmal Schuhe drin. Und zwar sind es die von dem Beutel aus Shattrath, wo man diese Feder farmen muss. Das ist richtig dreckig zu bekommen, das Zeug. Für 25k ist das ein echter Schnapper. Was haben wir hier als nächstes noch? Dann haben wir aus Castle Nathria, Normal, schicksalshaft. Das ist Kette. Ich glaube, ich habe hier keinen Max-Level-Char, oder? Ne, der ist Stufe 50 und der andere ist wahrscheinlich auch nicht hoch genug. Nee, die sind leider... Na, das kann ich schon mal nicht kaufen, weil ich es nicht lernen kann. Dann haben wir jetzt hier ein Plattenteil, aber das kostet schon 50k. Okay, jetzt gucken wir nur nach irgendwelchen rausgepatchten Sachen. Was ist das für ein Schwert aus dem Schlingendorntal? Interesting. Achso, das ist chromatisch. Okay, nevermind. Hier hätten wir noch ein Teil rausgepatcht aus Dunmorog anscheinend. Wahrscheinlich irgendwas aus Classic für 30k. Ne, 130k, so rum. Das kaufen wir uns einmal. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit durch. Gucken wir mal, die zwei Sachen, also das kann ich sofort lernen. Und das schicke ich mal auf einem Stoffchar rüber, hätte ich gesagt. So, das können wir gleich mal nochmal verkaufen, weg damit. Und dann haben wir jetzt 155k hier rausgehauen auf Blackhand. Gut, jetzt sind wir schon zusammen über die Millionen drüber, aber wir schauen jetzt trotzdem nochmal nach dem Rest, hätte ich gesagt. Wenn wir ein bisschen drüber sind, ist nicht so schlimm. Aber nicht wie letztes Mal, wo wir dabei 2,5 oder so waren, also 2,5 Millionen. Das war dann doch schon ein Ticken zu viel eigentlich. So, okay, jetzt sind wir noch hier auf Lothar, da habe ich auch schon gescannt. Und da haben wir ein Ketten-Item, schon mal Hände, das würde ich gleich schon mal kaufen. Dann das hier ist bei 54, das ist nicht, hier haben wir Removed, das für 100k. Das können wir schon mal holen. Und dann haben wir hier, glaube ich, noch ein Removed, oder? Ja, hier ist aus Cataclysm hergestellte Hände. Die sind irgendwie auch Removed, 100k. Komm, die kaufen wir uns. Und sonst, der Rest wird wahrscheinlich alles zu teuer sein, oder? Ja, da geht es hier los mit 150. Ah, da passe ich erstmal. Aber auch hier sind es nur noch 79 Items, ne? Wird langsam weniger. Aber dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir da noch was Günstigeres vielleicht finden. Bevor wir die ganz teuren Sachen kaufen. So, das können wir alles rausnehmen. Kette, Stoff. Das eine können wir schon mal lernen. Und das andere können wir weiterschicken zu einem von meinen Chars. Schicken wir es mal zu dem Hunter.
Gut. Halt, stopp, jetzt hätte ich beinahe meine Set-Hände verkauft hier mit dem Hexer, ich sag's euch. Okay, und das waren jetzt wie viel Gold? 222, also 222.000 auf Lothar. Jetzt haben wir noch als letztes quasi Dings hier über, Thrall, und wir sind schon wieder ein gutes Stück drüber. Mal gucken, was auf Thrall da noch so geht. Gucken wir mal. Dann haben wir jetzt noch den letzten Server, und zwar hier einmal Thrall. Dort habe ich auch nochmal durchgescannt, sind insgesamt 95 Items hier, die wir eventuell kaufen könnten. Und das Einzige, was eigentlich jetzt hier sinnig aussieht, ups, das habe ich versehentlich abgemountet, ist einmal das Erste. Und zwar, das ist einmal ein Item aus dem Mausoleum, aus dem HC, ohne Fated, ganz normal, kostet knappe 40k. Mit dem Char bin ich tatsächlich Stufe 60, deswegen werden wir uns das hier mal kaufen. Ah ja, jetzt können wir es uns kaufen. Okay. Und alles andere, das sind... Oh, warte mal, hier, removed. Ah, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ein Streitkolben. Für 79 kommt, das kaufen wir uns auch. Den hätte ich jetzt fast übersehen, ne? Gut, dass wir nochmal drüber geguckt haben. Tiers bis 100k. Ne, da ist nichts Removed ist dabei. Hier wäre für 150, aber das ist dann doch ein bisschen teuer. Das lassen wir lieber mal. So, dann nehmen wir die beiden noch raus, hätte ich gesagt. Hier, das können wir mit dem gleich lernen. Das ist auch tatsächlich besser. Und den Streit... Ah, ne, warte mal. Streitkolben kann ich mit dem nicht anlegen. Den müssen wir dann rübersenden zu... Ja, nehmen wir Telaplatte. Das ist bestimmt ein Worry, der kann den tragen. Und dann gucken wir mal, was wir ausgegeben haben. 100... 1920 knapp, ne? Okay, das tragen wir noch in die Liste ein. Also hier 120. Dann sind wir jetzt auf... Ah, schon wieder ein bisschen too much. T-Mock aus dem Aha. Dann haben wir jetzt quasi totally einen Endbetrag von 1.384.000 und wahrscheinlich ein paar zerquetschten, aber die sind ja relativ egal. Was haben wir ausgegeben? Wir haben jetzt 13k für die Garnisonszeug ausgegeben, 47k für das Ordenshollen-Set bei allen Klassen, dann hier 3x 180 bzw. nur einmal 175 für die verschiedenen Sturmschild-Sets und 789 für das Aha-Themok-Gedöns. Ja, es ist wieder einiges an Gold raus und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen... Waste of Money Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne eure Kommentare unten rein. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.